So, ja, guten Tag, liebe Leute. Eine kleine Überraschung hier an dieser Stelle von mir für euch. Mafia 2 werde ich let's playen. Und zwar blind. Und das bedeutet, alle anderen Projekte sind auf Pause, solange wie ich Mafia 2 let's play. Also Videos werden bloß kommen, wenn ich keine Mafia 2 Videos hochlade. Oder, ja, genau. Sonst lade ich schon noch Videos hoch, aber wenn ich dann mal mit GTA San Andreas Video hochladen fertig bin mit meinen alten Videos, werde ich nicht gleich anfangen, GTA San Andreas zu Let's Playen. Außer ich habe Mafia 2 schon fertig Let's Played. Und ja, Mafia 2 kommt eigentlich erst morgen raus, glaube ich. Aber mein Händler des Vertrauens, der hat natürlich Connection, weißt du? Und der hat das schon seit gestern. Brutal. Und, jo, was kann ich zu dem Spiel sagen? Ich kann eigentlich nichts dazu sagen, außer dass ich Mafia privat gespielt habe, nicht beruflich, weißt du. Und Mafia 2, das wird natürlich blind, das habe ich jetzt nur angespielt wegen Sound und mal so gucken, Grafikeinstellungen. Und die Grafik ist wirklich vom Feinsten, muss ich sagen. Und die Details, was die Entwickler da eingebaut haben, brutal. Es ist wirklich gut gemacht. Das Spiel ist von Publisher 2K Games, glaube ich. Entwickler ist auch irgendwie was mit 2K, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es, falls jemand Mafia nicht kennt, einer der besten GTA-Klons, würde ich mal sagen. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir gleich mal die Story. Neues Spiel. Was spielen wir? Da ich blind spiele, werde ich nicht auf schwer spielen. Und leicht wird wahrscheinlich zu langweilig. Deswegen nehmen wir Mittel. Ja, will ich neu hier. Komm. So. Und jetzt beginnt erstmal das Intro und ich halte meine Klappe. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Von Sizilien, über den Ozean, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen,
was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Jesus, mach dich, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rar, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße! Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Armee Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flaschfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. So, das war das geniale Intro. Und wir müssen hier gleich mal einen Headshot verteilen und unsere Partisanen retten, die uns zuvor geholfen haben, wie Vito uns sehr einfühlsam erklärt hat. Oh, ich treffe nicht. So, sehr schön, die Grafik, wie man sieht, und auch alles andere. Und die Mission kenne ich ja schon, und hier kommt gleich mal ein MG-Feuer. Das Coole ist, wenn man in den Weg läuft, dann haut's einen so richtig zurück, weißt du? Das ist richtig schön realistisch. Und tot ist man auch fast, obwohl man eigentlich alle seine Körperteile jetzt verloren hätte, wahrscheinlich. Aber ich brauche nicht deine Hand, ich kann das auch alleine. Nee, ich bin ein Mädchen, ich brauche deine Hand. So. Wir umgehen das MG. Mann, hier sieht's aus wie auf dem Trödelmarkt. RTL 2. Der Promi-Trödel-Trupp irgendwie so. Ne. Deckung. Und eins. Und die Granate werfen. Oh, das war gut gezielt. Hat jemand Feuerlöscher hier? Nee. Braucht man nicht. Hey, Skelette! Noch alles da an dir? Jo, mir geht's gut. Wir müssen weiter. Okay. Nimm so viel Munition wie möglich. Tut mir leid, falls ich mich öfters räusper oder husten muss. Ich hab's im Moment mit meiner Stimme. Und jo, hier nehmen wir auch noch eine Pistole mit. Sonst noch was hier im Raum. Oh. Mein Gott, der Detailreichtum ist schon echt schön. Aber das seht ihr dann im zweiten Kapitel. Das wird richtig schön. Also am Anfang vom zweiten Kapitel. Mehr habe ich ja nicht gespielt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Okay, voll in die Schulter. Dem auch in die Schulter, aber der lebt noch. Und was ist da passiert? Wie die Kronleuchter hin und her schwingen, ist auch wieder ein sehr schönes Beispiel für die Physik. Engine, was drinne ist. Und, oh, da ist wieder einer. Und, jo, was könnte ich sonst noch erklären? Ich glaube, im Spiel wird es ziemlich wichtig sein, viel Deckung zu nehmen, oft in Deckung zu gehen. Weil das mit dem MG hat mir doch gezeigt, dass man ziemlich schnell am Boden liegt. Mit Q kann man Türen eintreten, das ist ja auch schön. Den habe ich weggenudelt. Oh, einfach hier Zivilisten abknallen, das muss ja auch nicht sein. Schön ist vor allem hier, ich bin die ganze Zeit am Schwelgen über das Spiel, die Lichteinflüsse bei den Einschusslöchern, das ist doch schön.
verdammt geil. Und hier sind ein paar. Sieht man schon richtig schön, wie alles schwarz-weiß wird. Und weil ich nicht in Deckung war und hier der Balkon ein bisschen löchrig ist und man eigentlich keine Deckung hat. Und warum treffe ich den nicht? Der Sound wird auch leiser, weil ich kurz vorm Abnudeln bin. Ja, oh, der Balkon war wirklich nicht so. Wow! Du Wichser hast meinen Kollegen einfach runtergeschubst. What the fuck? Sind ja fast so geile Script-Effekte wie, wie in Call of Duty. So. Ach, genau. Hier beginnt jetzt ein kleiner Ansturm der Sizilianer und ich muss natürlich ein MG benutzen. Wobei ich jetzt schon wieder fast tot bin, das ist nicht so toll. Oh, ich bin echt kurz vorm Sterben. Ist da schon hoffentlich Tutorial-Mission, wo man nicht sterben kann. Ich treffe auch nichts, weil das so ungenau ist. Oh, ich knall ihm die Füße weg hier, wie man das sieht an der Statue. Wie ich den ganzen, wie der ganze Stein abbröselt, wenn ich drauf halte mit meiner MG. Und hier, wie die Stände auseinandergenommen werden, das ist wirklich schön anzusehen. Da haben die Entwickler sich richtig Mühe gegeben. Ich hoffe bloß, dass das Spiel die ganze Spielzeit lang über das Niveau halten kann und nicht auf einmal total abstürzt. Aber das glaube ich nicht. So. Und wieder Zwischensequenz. Stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Ho sparato, Benciotti. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno offerto da fare. Ma è davvero Don Calò? Cacetto, un congetto quando si maretà come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte.